Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich einfach mal eine Gesamtübersicht über alle meine Ameisen machen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit meinem Lasius flavus an. Davon gab es ja auch letztens schon ein Video. Aber hier hat sich echt viel getan. Es sind wirklich einige Arbeiter dazugekommen, worüber ich auch sehr erfreut bin. Wenn man auch da unten mal gucken kann, das ist alles voll mit Puppen. Und da hinten, wo es ein bisschen dunkler ist, da sitzt die Königin mit noch einigen Larven. Da möchte ich sie jetzt aber nicht weiter stören. Dann habe ich hier meine Lasius niger. Ich habe das einmal alles hier bewässert, damit das alles wieder ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit hat und alles. Und dann haben sie dort, man sollte es erkennen, den Eingang zugebaut und hier sich auf so einen kleinen Weg durchgegraben. Und wie es aussieht, haben sie auch da ein Loch gegraben vor dem Futternapf und sind jetzt auch in der Arena ein bisschen unter der Erde aktiv. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Wenn sie das gerne so möchten, dann sollen sie das tun. Ich kann da hier einmal kurz das Nest öffnen. Die Ameisen, also die Königin lebt auch noch hier. Das ist alles wunderbar. Wie sie sich entwickeln in letzter Zeit ist ja auch schon wieder richtig krass. Die Kammer ist voll mit Puppen. Die ist voll mit Puppen. Die hinten bei der Queen ist voll mit Puppen. Da liegen noch einige Puppen und überall verstreut noch ein paar Larven. Und die Königin hat auch letztens wieder ein riesiges Eierpaket gelegt. Also, das ist wirklich richtig cool. Ich habe hier extra sogar ein Teestück jetzt mit einbauen müssen, weil wenn es so weitergeht, werden die in ein, zwei Monaten ein neues Nest brauchen. Und das werde ich dann auf jeden Fall auch mit größeren Kammern bauen. Aber das werden wir dann sehen. Wenn ihr wollt, werde ich dazu auch ein Video machen. Schreibt das gerne in die Kommentare. So, wo waren wir? Erstmal hier. Meine Myrmica-Rupra. Die habe ich ja aus dem Wald und dort waren einige Larven anscheinend dabei, aus denen jetzt Männchen wurden. Da, man erkennt es. Königinnen sind das, soweit ich weiß, nicht, weil die sind dafür zu klein und haben auch nicht den Körperbau. Aber ich denke, das sind, oder es sind Männchen. Man erkennt es ganz gut an den Flügeln. Genau, die Arena hier habe ich jetzt mal abgedeckt mit einem Deckel, damit sie halt nicht schwärmen. Ich weiß nämlich nicht, wann es bei denen losgeht. Müsste jetzt ja auch so in 2, 3 Wochen losgehen. Aber hier ist nicht so viel los. Hier ist keine so hohe Außenaktivität. Aber wenn sie zufrieden sind, ist es mir bei denen auch relativ egal. Bei denen ist es auch so, die ziehen häufig von dem Nest unter dieses Holzstück. Und dann ziehen sie aber einen Tag später wieder zurück ins Nest. Ich denke mal, das liegt vielleicht daran, wenn ich das da mal nicht richtig bewässere. Und gut, kommen wir jetzt zu dem spannendsten oder was mir gerade am meisten Spaß macht. Das ist meine Messer-Varus-Kolonie. Da kann ich einmal die Arena zeigen. Da hat sich jetzt eigentlich so groß nichts verändert. Außer dass halt der Kaktus echt schön wächst, also alles hellere, was man da oben sieht, ist alles jetzt gewachsen, seit er hier eingepflanzt wurde. Und der kleine da unten wächst auch schön. Dann habe ich hier so vom Amstor Weicher letztes Wochenende. Habe ich mir so einen Futternapf gekauft und noch eine dieses Futter Start Mix. Einfach um mal so ausprobieren, ob sie das vielleicht lieber mögen, weil ja, das ist Reis, ich habe das ausprobiert. Die haben nämlich Reis auch in den Nest getragen. Ich weiß aber nicht, ob sie ihn fressen. Ich denke nicht, weil ich weiß nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass sie Reis fressen, deswegen keine Ahnung. Aber sie tragen immer mal ein Körnchen mit ins Nest, deswegen ja. Mohn nehmen sie auch an, aber nicht so viel. Den können wir auch gleich reinzoomen. Reinzoomen, genau. Rauffilmen einmal. Und einen neuen Wassertank habe ich gekauft, damit jetzt auch meine größeren Kolonien alle so einen Tank haben.
Und dann folgen wir mal hier dem Schlauch, den sie komplett zugebaut haben hier vorne. Und beim Eingang zum Nest auch. Genau. Gehe ich mal die Abdeckung weg. Und filme mal auf die Kolonie. Dann sieht die Königin. Der geht's schön. Also der geht's gut. Wie man da vorne sieht. Das fokussiert er natürlich nicht. Da vorne diese hellere, die war heute Morgen, wo ich reingeguckt habe, war das noch eine Puppe. Das ist ganz cool. Und ich sehe gerade, das sind jetzt nochmal zwei von diesen Riesenpuppen. Ich denke, das sind Majore, was mich aber wundert, weil das jetzt sogar noch zweite dazugekommen ist. Weil die haben halt erst 13, 14 Arbeiter so um den Dreh. Und da haben wir schon zwei so eine Majorspuppen. Ich denke nicht, dass es große Minore sind, weil die man da gerade gesehen hat, die frisch geschlüpfte, die ist ja schon relativ groß. Und die Puppe war halb so groß wie jetzt diese da liegen. Also da bin ich mal echt gespannt, was da draus wird. Ob es wirklich nur große Minore werden. Media meine ich. Lol. Oder ob es echt Majore werden. Bin ich mal gespannt. Proteine haben sie auch letzte Woche angenommen. Ich habe denen ein Heimchen reingelegt und das haben sie tatsächlich gefressen. Da war ich sehr zufrieden. Oder auch sehr glücklich, weil sie ja vorher keine Proteine angenommen haben. Und ja genau, die Königin läuft hier immer schön durchs Nest. Die scheut das auch inzwischen nicht mehr, wenn ich da die rote Folie abnehme. Keine Sorge, ich mach das natürlich nicht zu oft. Aber so einmal die Woche oder alle zwei Wochen möchte ich natürlich auch mal die Brut sehen, weil die sieht man natürlich ohne rote Folie wesentlich besser. Dann haben sie einmal hier vorne beim Eingangsbereich ganz viele Körner und jetzt hier auch Sesamkörner hingepackt. Hier diese Ränder haben sie alle mit irgendwelchen Steinchen und mit ein paar Körnerresten zugekleistert. Und ja, die Kolonie entwickelt sich echt schön. Da habe ich jede Woche ein bis zwei neue Arbeiter. Und das ist wirklich richtig toll. Das freut mich richtig. Die entwickelt sich echt schön. Alle meine Kolonien entwickeln sich eigentlich echt schön. Genau. Dann habt ihr es jetzt wieder ein bisschen dunkler. Gucken wir nochmal bei den Lasus Nigern rein. Die haben sich jetzt auch wieder ein bisschen beruhigt. Das ist echt, echt viel. Also das ist echt krass. Für das, wenn man mal mein erstes Video anguckt, tue ich euch mal hier gerade oben in die Infokarte, dass die da gerade mal in einem Reagenzglas gelebt haben und ca. 20 Arbeiter hatten, ist das schon echt krass. Genau, an der Stelle würde ich dann jetzt sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Like und abonniert meinen Kanal vielleicht, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare oder irgendwelche Tricks für meine Kolonien, damit sie sich noch besser entwickeln. Und da würde ich sagen, ciao!